Hallo liebe Freunde, wir sind jetzt auf unserem Betrieb Jürgen Brüning und Sohn GbR. Mein Name ist Christian Brüning und ich zeige heute mal, wie die Milchwirtschaft funktioniert. Wir sind hier zurzeit bei den kleinen Kälbern, die bei uns in den ersten 14 Tagen in den Iglu gehalten werden. Auch bei solchen Temperaturen, wie wir heute haben, mit Schnee, weil Rinder mögen es einfach kalt. Das heißt, optimale Temperatur ist um die 5 Grad für die Kuh, auch fürs Kalb. Diese Kälber sind zurzeit um die 14 Tage, also bis zu 14 Tage alt und bekommen ihre Muttermilch in den ersten 3 Tagen und anschließend wird auf Milchaustauscher, sprich fertige Mischung aus dem Sack und mit Wasser gemischt zugefüttert. Sie bekommen bis zu 7 Liter am Tag und werden später nach den 14 Tagen in Gruppenmiglos umgestaltet. Und wie sieht euer Kuhstall aus? Wir halten auf unserem Betrieb 500 Tiere insgesamt. Davon sind 300 Milchkühe, die bei uns in einem Boxenlaufstall, wie man hier sieht, gehalten werden. Hier hat jede Kuh ihre eigene Box, wobei sie alle sich frei bewegen können und gerade so, wie sie lustig sind, durch die Gegend laufen können. Welche Temperatur mögen Kühe? Die Kühe haben eine Körpertemperatur von 38,6 Grad. Eigene Temperatur und am wohlsten fühlen sie sich bei 5 Grad plus. Das heißt, wenn im Winter, man kann ruhig draußen 10 Grad minus haben, den Kühen geht's gut. Das Problem ist im Sommer bei den hohen Temperaturen, da laufen bei uns die Lüfter im Stall, dass sie auch möglichst gute Temperaturverteilung haben, wobei es Temperaturen über 30 Grad noch zusätzlich an Vernebelung im Stall ist, die Temperatur nochmal um 5 Grad drücken kann. Was und wie viel fressen Kühe pro Tag? Also die Kühe fressen 50 Kilogramm am Tag. Davon sind etwa 15 Kilo Grassilage, 20 Kilo Maissilage, 5 Kilo Zuckerrübenschnitzel und 10 Kilogramm Kraftfutter, was vom Kraftfutter weg zugekauft wird. Und nun geht's zum Melken. Hier sind wir bei uns im Melkkarussell. Hier werden die Kühe zweimal am Tag gemolken. Die geben uns im Durchschnitt so 32 Liter pro Tag. Hier werden die Kühe gemolken, gehen praktisch vorne drauf, werden dann angemolken, abgeputzt, die einzelnen sitzen. Und die eine Umdrehung dauert etwa 12 Minuten. Während des Melkens kann man bei uns auf dem Monitor das komplette Karussell überblicken. Wobei man genau jede Kuh sehen kann, welchen Platz sie steht, wie viel Milch sie gibt und was die erwartete Milchmenge für die Melkung ist. Sobald die Kuh ausgemolken ist und die Milchmengenmessung registriert keine Milch mehr, wird das Geschirr automatisch abgenommen. Zum Schluss noch ein Tipp für den Verbraucher. Falls Sie es noch nicht wussten, bei jedem Milchprodukt, das abgepackt ist, kann man genau sehen, von welcher Molkerei das Produkt kommt, und zwar an dem Siegel, das auf jeder Packung, auf jedem Käse, Joghurt überall drauf steht. So kann man genau sehen, auch aus welcher Region das Produkt kommt. Das DE steht für Deutschland, das NI steht für Niedersachsen und die Nummer dahinter ist die Molkereinummer.